mein Gott, Leute, wir machen ein 10.000 Euro AirTag Bangen im Einkaufszentrum. Ja, jetzt habe ich mich hier in der Ecke. Oh mein Gott, Alter. Das, Lukas. Oh mein Gott. Ich hab den Fahrrad. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon, wir sind heute einfach mal mit Leontine am Start. Und heute gibt es das allererste Mal AirTag fangen mit Leontine. Leute, Leontine hatte schon den AirTag am Start, zeig mal. Genau. Leute, mit diesem AirTag kann ich Leontine orten. Und zwar dann hier über diese App. Ich habe extra ein extra Handy mitgenommen. Und Leontine, wir machen das Ganze so, du hast gleich 30 Sekunden Zeit, dich zu verstecken. Okay. Oder halt abzuhauen. Und dann sehe ich dann eben, wo du bist und versuche dich zu fangen, okay? Okay. Und wir machen es so, du hast insgesamt 3 Stunden Zeit. Wenn ich es nicht schaffe, dich in den 3 Stunden zu kriegen, bekommst du 10.000 Euro von mir. Okay, Leute, und für die Challenge bekommt Leontine auch von mir 100 Euro. Das heißt, du kannst damit irgendwelche Hilfsmittel holen, sonst irgendwas machen. Okay, ich würde sagen, let's go, die 30 Sekunden laufen. Okay, so Leute, mein erster Plan ist, ich gehe jetzt zum Candy Store und ich kann mich hier im ganzen Einkaufszentrum aus. Okay Leute, während Leontine jetzt weg ist, ganz wichtig, am 9.3. um 10 Uhr kommt der Burger Pommes und Paul Burger Merch zusammen mit iCrimex raus. Ihr könnt auf jeden Fall Hoodie oder T-Shirt Paket euch holen. Ihr bekommt zu jedem Paket eine Paul Burger Limo Autogrammkarte dazu, Leute, von iCrimex, Marvin und mir. Dann auf jeden Fall noch die Burger Pommes Song CD, weil der Burger Pommes Song kommt ja als 2 Millionen Abonnenten Special raus, 9.3. 10 Uhr auf meinem Kanal. Und Leute, ein goldenes Ticket für einen glücklichen Besteller, der ein Video mit iCrimex, Marvin und mir und Leontine aufnehmen darf. Und ganz wichtig, Leute, das Ganze ist streng limitiert. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall schnell sein. Und jetzt ist die Zeit abgelaufen. Und jetzt gehen wir auch mal los und gucken mal, wo Leontine ist, Leute. Hier im Einkaufszentrum. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal hier in der App gucken, Leute. Hier beim Candy Shop angekommen. Hallo, hallo. Hallo. So, Leute, jetzt gucken wir erstmal noch. Okay Leute, mir wird auf jeden Fall angezeigt auf dem Handy, dass Leontine ungefähr so 30 bis 50 Meter da hinten in die Richtung gelaufen ist. Ich kann mir irgendwie schon ein bisschen vorstellen, wo er ist. Also laut der App, ich gucke jetzt nochmal hier gerade, Leute. Oh, Schokobons Crispy. Muss sein, muss sein. Also laut der App ist er in der Nähe vom Uncle Woody's irgendwo, vom Süßigkeitenladen hier in der im Einkaufszentrum. Entschuldigung, könnte ich mich kurz verstecken? Und ich würde sagen, wir gucken jetzt auf jeden Fall mal. Digga, das wäre das Dümmste, glaube ich, wenn er da direkt reingelaufen ist. Weil dann würde ich ihn sofort finden, Leute. Okay, tschüss. Nicht sagen, dass ich hier bin. Und zwar, da ist er wahrscheinlich irgendwo drin, in den Uncle Woody's. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal rein, ob er da drin ist. Alter, ich habe so ein gutes Versteck. Muss jetzt richtig leise sein. Okay, Leute, jetzt sind wir auf jeden Fall angekommen. Und so, okay Leute, wir haben hier auf jeden Fall die Süßigkeiten am Start. Das ist Lukas, oh mein Gott. Alter, oh mein Gott. Das ist einfach Lukas, oh mein Gott, Alter. Das ist Lukas, oh mein Gott. Und Leute, ich sehe aber tatsächlich nicht Leontine hier. Nee. Leute, vielleicht hat dieses Überwachungskamera ihn aufgezeichnet, aber auf jeden Fall, hier ist er heute nicht drin. Oh mein Gott, Leute, Alter. Entschuldigung, habt ihr zufällig Leontine gesehen? Nein. Nein? Also der war hier nicht drin? Nein. Nein. Der war hier nicht drin. Hä, was ist das denn? Schokobons Crispy? Ich nehme erstmal die Schokobons. Ey, da bist du doch! Ey Leute, der ist da hinten, Junge! Alter, der kann ja so schnell rennen, Bro! Das gibt's doch gar nicht, ey! Oh, ey, Digga, der ist so schnell, ich muss den nur fangen, Leute, dann hab ich ihn! Oh mein Gott, ey, ich muss den bekommen, Leute! Ich muss den unbedingt bekommen! So! Hä? Digga, wo ist der hin? Jetzt gehe ich erstmal hier lang. Alter! Oh mein Gott, ich hab den verloren, Leute.
Ich muss jetzt mal kurz wieder gucken in der App, wo der AirTag ist. So. Hier. Hä, Bro, der AirTag zeigt jetzt wieder an, dass er da hinten ist. Der hat mich ausgetrickst, Alter, was? Okay, Leute, wir gehen mal ganz schnell dahin. Der hat mich irgendwie ausgetrickst, sage ich euch. Alter, oh mein Gott, Leute. Ich bin jetzt erstmal hier am Thalia. Hol ich mir erstmal Lukas sein Buch. Ich hab den fast gehabt, Leute. Fast hätte ich schon die Challenge gewonnen. Okay, also Leute, es zeigt mir jetzt gerade an. Ich sehe es nicht so genau. Irgendwo hier muss er sein. Entweder hier beim Friseur, bei Müller oder sogar hinten. Bro, ich glaube, er ist safe hier in den Müller rein. Wisst ihr warum, Leute? Hier ist Schokolade und Spielsachen. 100% ist er hier rein. Guck mal, alles ist hier voll mit Spielsachen. Ich muss jetzt mal echt genau gucken, wo der hier lang ist. Hier ist der auch nicht, Leute. Hey, aber Bro, dieser Laden ist halt so riesig. Wie soll ich ihn hier bitte bekommen, Leute? So. Oh mein Gott. Okay, Leute. Der AirTag wurde doch jetzt weiter links angezeigt. Digga, hier wegen dem Einkaufszentrum gibt es hier so Fehlermeldungen die ganze Zeit beim AirTag. Der muss irgendwo anders hier sein. Das ist nicht. So. Jetzt hier erstmal einfach. Oh, ich habe eine richtig gute Idee, wo er sein könnte, Leute. Ich glaube, in dem Bücherladen eventuell. Leontin liest ja ab und zu auch gerne mal mein Buch, ne? Oder auch andere YouTuber-Bücher, weiß ich. Und hier kann er auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich sogar sein. Also wir gucken mal, ob er hier irgendwo ist, Leute. Irgendwo hier. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, bevor ich hier rumsuche. Ja, er müsste hier sein. Okay, Leute. Ziemlich wahrscheinlich ist er hier. Oh, Leute, hier sind die ganzen YouTuber-Bücher. Ihr seht schon, von Paluten zum Beispiel hier. Von Banks, von iCrimex, dem Ehrenmann. Alter, schon fast alle hier weg. Von Arasul. Oh mein Gott, richtig viele. Aber, Bro, hier ist er auf jeden Fall nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht bei meinem Buch ist. So, Leute, hier kommen wir nämlich zu dieser Abteilung. Und hinten ist mein Buch. Okay, hier ist nochmal iCrimex Los Carros. Bro, wo ist mein Buch hier? Vielleicht ist es auch schon ausverkauft. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Aber irgendwo müsste es hier stehen. In der Abteilung auf jeden Fall. So, weiter. Okay. Hä? Oh mein Gott, da hinten rennt der. Das sind seine Schokobons, Digga. Ey. Digga, wo ist der? Leute, wo ist der? Oh mein Gott, ich hab ihn gehört, Leute. Der ist wieder rausgegangen aus dem Laden. Okay, Leute. Der ist irgendwo hier rausgerannt, Mann. Oh mein Gott, wo ist er jetzt rein? Entweder hier im Zara ist er drin. Oder? Digga, wo ist er jetzt drin? Mama! Ey! Der ist einfach hinter mir, Junge! Let's go! Tschüss, Lukas! Leontin geht jetzt hier gerade in Müller rein. Okay, okay. Ey, Leute, wo ist der? Ey, Leontin, wo ist der? Lukas, wir haben echt schwere Zeiten, gell? Ey, alter Leontin, komm her, ich hab dich. Leute, da steht er. Ja, warte, wie bekomme ich dich denn jetzt? Na, ja, okay, Leute, ich geh mal hier rum. Und ich geh doch andersrum. Ey, das ist voll unfair. Bro, der rennt hier die ganze Zeit im Kreis, oder wie? Was denn? Nicht rumrennen. Ach so, ja? Ohne Rennen ist okay, oder? Nein, gar nicht rennen. Ganz normal, ja, bewegen. Ja, okay. Und auch nicht filmen, ist auch nicht gewünscht. Auch nicht? Nein. So, Leute, es gab jetzt hier ein kurzes Problem. Und zwar, ich wurde hier eben einfach von der vom Security im Müller angehalten, Bro, weil ich gefilmt habe. Deswegen, ja, ich wurde geschnappt. Leontin ist einfach raus, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der ist, tatsächlich. Jetzt gehe ich erstmal ins OG, also oben. Aber er hat hier seine 50 Euro verloren. Und zwar lag die genau hier auf dem Boden. Das bedeutet, er muss irgendwo hier in die Richtung gegangen sein. Ich weiß nicht, vielleicht hier rein? Ey, okay, Lukas, wir sehen uns. Oh mein Gott. Tschüss, Lukas. Oh, was? Digga. Ey, der ist einfach in den Aufzug, Bro. Ey, ich hab den noch gerade so hier erwischt, Leute. Ich geh jetzt einfach ins OG, also ins Obergeschoss, Lagerstraße. Okay, oh mein Gott. Ey, jetzt weiß ich aber nicht, in welche...
Doch, hier, OG. Ich sehe, wo er hingefahren ist, Leute. Er ist ins OG gefahren, also ins Obergeschoss. Okay, Leute. Ha? Ich werde dich bekommen, Leontine. Ich werde dich bekommen. Okay, Leute, hier ist der Aufzug frei geworden. Jetzt ganz schnell OG. Und jetzt ganz schnell Türen zu. Ich glaube, der ist jetzt bestimmt schon wieder über alle Wolken, Leute. Oh Mann, ey. Leute, jetzt habe ich mich hier in der Ecke. Oh. Okay, Leute, jetzt gehen wir mal raus und jetzt suchen wir den mal. Ich bin mal gespannt, wo der ist, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich muss ganz leise sein. Okay, also auf jeden Fall scheint er sich schon versteckt zu haben. Ich habe den jetzt hier nicht gesehen. Boah, er ist wieder hier oben irgendwo. Entweder beim Bücherstore oder hier irgendwo anders, Leute. Alter, so Leute. Geh ich erstmal. Hier? Hier sehe ich den auch nicht. Zara. Hier Ernstings Family. Leute, wo ist der? Hier lang. Alter, Lukas. Lukas! Ich weiß wirklich nicht, wo der ist, Leute. Ey, Leontine, da hinten ist der, Leute. Das gibt's doch gar nicht, ey. Erstmal hier, Alter, der hat einfach sein AirTag verloren. Digga, jetzt kann ich ihn gar nicht mehr orten oder so. Leute, und tatsächlich ist er mir auch entwischt, Leute. Jetzt gehe ich erstmal so hier MyFit24. Och man, ey. Jetzt habe ich nicht mal mehr den AirTag. Das bedeutet, ich muss es jetzt schaffen, ohne AirTag Leontine zu finden. Das wird richtig, richtig schwer, Leute. Let's go. Entschuldigung, kann ich mich hier ganz kurz verstecken? Hinter der Theke. Dankeschön. Ich weiß wirklich nicht, wo der sein könnte. Nicht sagen, dass ich hier bin. Mach ich nicht. So. Boah, Leute, wisst ihr was? Ich gehe mal hier kurz rein, weil ich weiß, hier war sogar Leontine auch schon mal drin. Und hier habe ich auch schon mal so ein paar Sachen geholt. Zum Beispiel so hier, dieses Hubba-Bubba-Pulver und so. Das ist richtig geil. Das ist einfach mal schnell. Boah, das sind geile Getränke. Oh Gott, ich bin schon richtig tot vom Rennen. Vielleicht hier so Explosive, Leute. Der sieht geil aus, C4. Würde ich hier einmal den C4 nehmen? Oh. Schönen Tag noch, gell? Ciao. So, Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall hier den C4 geholt. Ciao. So weiter. Oh mein Gott, Leute, der hat mich einfach... Ey, danke schön. Ja, jetzt, ich weiß echt nicht, wo der ist. Ich setze mich jetzt mal hier gleich mal irgendwo hin und überlege mal, wo der hingelaufen sein könnte. Digga, ich habe gar keinen Plan, Bro. Ey, das ist so schwierig, no joke. So Leute, jetzt renne ich erstmal ganz schnell los. Und mein Plan ist so gut. Ey, mein nächster Tor ist jetzt erstmal einfach Snipe. Okay Leute, geht's hier hinten auf jeden Fall zu der Couch. Mhm. Okay, so Leute, ganz heimlich. Die Rolltreppen. Lukas. Tschüss, Lukas! Lukas, du hast Snipe. Hier ist der auf der Rolltreppe, Leute. Ich muss den bekommen jetzt, Junge. Ganz schön, deine Snipes sind ja alt. Wegen meinem Knie, Leute, dass ich hinfalle. So, wo ist der rein? Entweder ist er hier rein oder der ist hier in den Snipes rein. Ey, bestimmt ist der hier in den Snipes rein, weil die haben mir eben schon öfter so Sneaker geholt. Oh mein Gott, Leute. Digga, geht's. So, Stuff only. Bestimmt ist er nicht in den Mitarbeitereingang rein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warte mal, vielleicht ist er hinten bei den Schuhen, Leute. Okay, Leute, hier haben wir die ganzen Schuhe am Start. Oh, guck mal, hier hinten kann man hinter, ne? Digga, was ist denn hier? Ah, das ist so Ausstellfläche. Hier ist der aber auch nicht, Leute. Leute, wisst ihr was? Ich spiele mal im nächsten Part. Oh mein Gott. Digga, Bro. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich gehe mal in den nächsten Laden. Ich glaube, der ist hier nicht, Leute. Let's go. Wir gehen mal in den nächsten Laden. Digga, mein Versteck ist einfach so gut. So, Leute. Ey, ich laufe hier schon Ewigkeiten rum. Ich habe den einfach nicht gefunden, Leute. Ich weiß echt nicht, wo Leontine ist. Jetzt habe ich erstmal Lukas richtig, richtig abgehangen. Und ich habe irgendwie jetzt richtig, richtig Hunger. Jetzt gehe ich erstmal zu Happy Donuts und hole mir einen Donut und setze mich dann hin und esse ein bisschen. Ich weiß nur nicht. Ich gehe jetzt nochmal hier hinten hin auf jeden Fall. In die hintere Abteilung von dem Einkaufszentrum. Ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht da noch ist, Leute. So. Mal schauen, welchen Donut ich mir so holen kann. So.
Alter, Oreo-Donut. Ich glaube schon, der Oreo-Donut. Hallo? Hallo? Entschuldigung, könnte ich einmal bitte einen Oreo-Donut jetzt erstmal hinsetzen und den Donut fetzen? Okay, Leute, hier ist, hier ist der Donutladen. Alter, ich glaube, Donuts feiert Leon ziemlich krass. Ey, wisst ihr was, Leute? Ich ziehe ihm jetzt auch einen Donut. Das ist einfach Lukas. Der sieht mich einfach nicht. Okay, Leute, jetzt auf jeden Fall der Verkäufer hier am Start. Und ich würde sagen, ich würde gerne einmal diesen Blue Moon Donut nehmen, bitte. Das sieht mich einfach nicht, ey. Achso, und haben Sie zufällig so einen kleinen Jungen gesehen? Irgendwie so groß? Irgendwie so rosa Pullover? Und so Zöpfe? Nee, leider nicht gesehen. Okay, Leute, hier waren wir dann schon mal nicht auf jeden Fall. So, Leute, jetzt habe ich erstmal den Donut richtig weggefetzt und da unten ist doch irgend so ein Schiff. Jetzt werde ich erstmal einfach ganz chillig ein bisschen spielen und vielleicht wird mich Lukas finden. Keine Ahnung. Okay, Leute, blauer Donut. Ey, den werde ich jetzt richtig wegfetzen, Leute. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich mich hinsetzen werde. Ich glaube, ich gehe mal da hinten nach irgendwo hin. Und jetzt fetze ich mal erstmal den blauen Donut, Leute. Das sieht richtig lecker aus. So ein Spielplatz. Okay, Leute, wir haben jetzt hier den Donut am Start. Wir sind hier vom Happy Donut Laden. Und ich habe jetzt hier einen richtig guten Überblick. Ich werde jetzt einfach ganz entspannt den Donut wegfetzen. Und bestimmt werde ich dann Leontin ja eh gleich hoffentlich noch sehen, weil er darf ja nur in einem Einkaufszentrum drin sein, das war die Regel. Alter, schaut euch den mal an, wie geil der aussieht. Schaut mal, Leute, Alter, oh mein Gott, das ist einfach Lukas. Alter, 10 von 10. So. Hi! Hä? Oh Leute, ich muss jetzt ganz schnell runter hier mit dem Donut. Oh mein Gott, Leute, ich kann ganz schnell runter. Da war da hinten auf diesem Piratenschiff drauf. Hier irgendwo. Muss ich mal gucken, Leute. Das ist krass. Oh mein Gott, Leute. Alter, Lukas findet mich einfach nicht. Auf jeden Fall, hier stand er eben oben und habe mich da so von oben gesehen, Bro. WTF, Mann. Aber Leute, hier unten ist er auch nicht drin. So Leute, jetzt cheat ich einfach und gehe einfach aus dem Einkaufszentrum und gehe jetzt einfach in die Spieleparadies. Alter, Digga, ich glaube, Lukas wird so sauer sein. Wo ist Leontin, Bro? Wo ist einfach mal Leontin? Ich check's nicht, ey. So Leute, jetzt bin ich erstmal hier im Ole Ole angekommen. Kommt gerne alle vorbei in Mannheim. So, jetzt werde ich erstmal, ey, ich bin mir so sicher, Lukas wird mich niemals finden. Ich habe 100 Pro gewonnen. So, ey, das war so eine lange Fahrt mit dem Taxi, ey. Alter, ey. Oh mein Gott. Ey, moin, was geht? Leute, ich bin jetzt schon ultra lang hier am Suchen im Einkaufszentrum und ich bin jetzt hier wieder am Süßigkeitenladen, weil ich weiß gar nicht, wohin ich sonst soll. Und Leute, oh lol, ich habe angerufen. Hä? Digga, Spieleparadies ruft an. Hallo? Ja? Was? Hä, was? Leontin ist mit Taxi zu euch? Ich hab denen gesagt, nur Einkaufszentrum. Was? Wirklich jetzt? Ey Leute, Leontin ist einfach mit dem Taxi ins Spieleparadies gefahren. Ich hab gesagt, der darf das gar nicht, Leute. Let's go. Jetzt zieh ich erstmal meine Schuhe aus. So, zack. So Leute, ich bin jetzt hier ins Auto gegangen. Ich muss jetzt erstmal zum Spieleparadies fahren, Leute. Bro, ich hab zu Leontin gesagt, wir machen das nur im Einkaufszentrum und er geht einfach raus. Er hat sich einfach ein Taxi genommen, Bro, und ist ins Spieleparadies gefahren. Das Problem ist, Leute, ich habe jetzt nur noch 30 Minuten Zeit, ihn zu bekommen. Sonst hat er die 10.000 Euro gewonnen, Leute. Das wird also jetzt richtig, richtig schwer. Ich fahre jetzt direkt los. So, einfach hier hin, ey. So, jetzt gehe ich erstmal springen ein bisschen. Ey, Lukas wird mich niemals finden, ey. Ich habe safe schon 100% gewonnen. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall endlich angekommen hier beim Spieleparadies. Also wir sind hier bei Ole Ole Kinderspielplanet in Mannheim. Ihr seht es mal eingeblendet. Leontin kam wohl hier mit dem Taxi reingefahren und ist direkt reingegangen hier ins Spieleparadies, Leute. Bin mal jetzt mal richtig gespannt, was wir finden werden. Also ey, tut jetzt die Lieder, ne? 3, 2, 1, ja Mann! Wow! Okay Leute, jetzt geht's auf jeden Fall hier rein ins
Kinderspieleland, Leute. Ey, ich bin so sauer auf Leontin, Leute. Ich bin richtig sauer. Ich muss jetzt erstmal finden, wo der ist, Leute. So, Leute, jetzt mach ich erstmal einen Backflip. Gib mal! So, Leute, wir sind jetzt hier drin. Wir haben noch gerade Fotos mit ein paar Zuschauern gemacht. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einmal erstmal so ein Trampolin, Leute. Und zwar schauen wir mal kurz, ob Leontin hier ist, Leute. Hier ist auf jeden Fall so ein, irgendwie so ein Trampolin oder sowas, ne? Aber, Leute, hier sieht man auf jeden Fall nicht Leontin. Oh mein Gott, Leute, du hast es da. Zuschauer zum Karten. Hier sind auf jeden Fall nochmal Trampoline. Aber auch hier, glaube ich, Leute, ist Leontin nicht da. Lukas! Moin, Alter, da oben ist Leontin, Leute. Ey, Digga. Moin, was geht ab? Was geht ab? Digga, wo, ey, der rennt da nach oben, Leute. Digga, was? Ey, Alter. Leute, ich muss den bekommen, ey. Oh, Alter, Digga, die sind aufgegangen. Ey, jetzt ist er mir entwischt. Wo ist der jetzt? Och, Mann, Leute, ey. Ich mach jetzt mal schnell die Takis wieder zusammen. Digga, der hat die einfach aufgemacht. Ey, Leute, jetzt ist er mir einfach entwischt. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich hab ihn einfach abgehauen. Hä? Bro, der ist mir einfach... Da unten rennt der, Leute. Da unten rennt der. Ich muss jetzt... Ein Trampolin, ey. Da ist der, ich hab den gesehen. Heute noch eine Minute. Oh mein Gott, der geht hier. Alter, ich muss jetzt die Schuhe ausziehen. Oh mein Gott. Digga, ich hab den verloren schon wieder. Ey, Digga, der hat sich das beste Versteck rausgesucht, wo man hier sich verstecken kann. Im Spielland finde ich den niemals, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich habe ihn, glaube ich, abgehauen. Ich sehe ihn. Oh! Digga, ich habe noch 30 Sekunden, habe ich noch. 30 Sekunden. Hey, da hinten rennt er. Ich habe den fast. Ich habe den fast bekommen. Ich habe den fast. Leontin, du hast gewonnen. Nein, die Zeit ist abgelaufen. Oh. Leontin. Ey, du bist eine Maschine. Aber du hast zwar gecheatet, aber du hast die Challenge gewonnen. 10.000 Euro an mich. 10.000 Euro gehen an Leontin. Digga, ey, du bist zu krass. Weißt du das eigentlich? Leute, lasst ein Like, dann kostet das Abo. Abonniert auch Leontin. Gönnt euch den Song am 9.3. Let's go, ciao.